Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema mit Social Media Monitoring Communities erfolgreich auf- und ausbauen. Mein Name ist Susanne Ulrich, ich bin bei Brandwatch verantwortlich für das Marketing für die Dachregion und ich sitze hier mit meinem Kollegen, mit dem Gonzalo, der sich kurz selber vorstellt. Hallo, ich bin Gonzalo, ich arbeite im Professional Services Team. Was wir machen ist, wir unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung von Queries, Dashboards und ich führe auch Trainingseinheiten durch. Sehr schön. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Unsere Agenda ist recht knackig. Wir werden Sie zuerst einfach überhaupt über den Bereich Community Management informieren. Warum ist gutes Community Management so wichtig? Danach gehen wir darauf ein, welche Arten von Communities es gibt, wie Sie die identifizieren und dann eben auch entsprechend, wie man mit den Communities in Kontakt kommt. Da haben wir ein paar Beispiele mitgebracht und auch, wie Sie dann letzten Endes die Fans in Kunden verwandeln. Zum Schluss haben wir auch noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten vorgesehen. Wir werden das Webinar interaktiv gestalten. Das heißt, es wird so sein, dass wir immer einen Theorieteil haben und danach zeigt Gonzalo in der Praxis in unserem Brandwatch-Dashboard, wie das Ganze dann noch aussieht. Ganz kurz vorab für alle, die uns noch nicht kennen. Brandwatch ist ein Anbieter für Social Media Monitoring und für Social Analytics. Wir gehören zu den alten Hasen im Bereich des Monitorings und es gibt schon seit 2006. Mittlerweile sind wir in drei verschiedenen Ländern vertreten. Wir sind in UK gestartet, in England an der Südküste, sind jetzt auch mit zwei Büros in Deutschland vertreten, in Berlin und in Stuttgart und haben auch diverse Präsenzen mittlerweile in den USA. Haben ein Team von 160 Leuten, was stetig wächst und sind ein Twitter-zertifiziertes Produkt. Warum ist gutes Community Management eigentlich so wichtig? Es ist wichtig, weil überall im Social Web gesprochen wird. Also die Gespräche, gerade wenn man im Bereich Solo-Mo sich umguckt, also Social, Local, Mobile ist ja eines der neuen Buzzwörter. Gerade durch mobile Endgeräte und Ähnliches gibt es immer mehr Konversationen im Social Web. Also die Kurve geht immer weiter nach oben, die Gespräche nehmen zu, sehr viele Leute scheuen sich nicht mehr, das alles hinter privaten, geschützten Facebook-Wänden oder Ähnliches zu machen, sondern sie twittern, auch in Deutschland nimmt Twitter immer mehr zu oder tauschen sich auf Foren aus und es gibt einfach sehr viele Interaktionen im Social Web. Und auf der anderen Seite hat man Marken und viele Marken sind noch nicht wirklich bereit oder noch nicht so sehr im Bereich Social Media Monitoring, Social Listening drin, dass sie wirklich schon damit direkt umgehen können, was das komplette Kundenfeedback ist, was es im Social Web gibt. Kunden sprechen natürlich auch sehr viel über Marken. Denen ist es auch egal, ob eine Marke selber im Social Web aktiv ist oder nicht, sondern die möchten das loswerden, was sie gerade beschäftigt. Und da merken wir auch noch teilweise eine Diskrepanz zwischen Marke auf der einen Seite, die eben sagen, ja, ich bin doch gar nicht in Social Media aktiv, wieso soll ich denn Monitoring betreiben? Oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und das macht mir viel zu viel Arbeit. Und auf der anderen Seite eben der Kunde, der vielleicht missmütig ist und sich freuen würde, wenn mit ihm Kontakt aufgenommen wird, wenn er eine Kritik äußert oder eine Frage hat. Hier ein sehr schönes Chart. Was wollen denn die Kunden eigentlich? Kunden wollen schnelle Reaktionszeiten im Social Web. Das Chart ist schon von 2012 und man kann aber davon ausgehen, dass das eigentlich sich eher noch verschärft hat, diese Zahlen. Also 9% aller Kunden wollen innerhalb von 5 Minuten eine Antwort haben, wenn sie eine Frage im Social Web platzieren oder einen Kommentar im Social Web platzieren. Und wenn man eben hier schaut, dann sind es nur 33%, die einen Tag oder länger warten wollen auf eine Antwort. Und das ist wirklich sehr spannend, gerade weil hier auch Feiertage, Wochenenden sind überhaupt nicht mit inkludiert. Das heißt, den Kunden ist es letzten Endes egal, wann gesprochen wird, beziehungsweise wann die Öffnungszeiten sind, sage ich jetzt mal. Sie erwarten schnelle Reaktionen und um entsprechend schnell reagieren zu können als Unternehmen, muss man sich eben bewusst sein, was im Social Web gesprochen wird. Und das Bewusstsein auch dafür präpariert sein als Marke, dass man auch entsprechend die ganze... Der hat neulich einen Blogpost geschrieben und hat eine Aktion oder einen Vorfall erklärt in dem Blogpost. Und zwar wollte er ein Hotel buchen mit Orbitz. Das ist eine amerikanische Hotelbuchungsplattform und hatte ein Problem, weil der Zahlungsvorgang abgebrochen ist. Und er war sich jetzt nicht sicher, ob das Geld von seiner Kreditkarte abgebucht wurde oder nicht. Und wollte von Orbitz eine Antwort bekommen. Hat auf deren Webseite nicht wirklich Kontaktdaten gefunden, also E-Mail-Adresse war sehr schwer rauszufinden, Telefon auch. Als er es dann hatte, ist er entweder nicht durchgekommen oder hat ganz lange keine Antwort bekommen
und war ziemlich sauer, weil er natürlich wissen wollte, wurde das jetzt von meiner Kreditkarte abgebucht oder nicht. Dann hat er zufällig einen Twitter-Kanal entdeckt von Orbitz, hat denen einen Tweet geschickt mit der Frage und innerhalb von ganz kurzer Zeit hat er eine Antwort von Orbitz bekommen. Und das ist eben eine sehr spannende Entwicklung, die wir hier auch haben, weil sich eben auch die Frage stellt, ob Twitter die neue First Class ist. Das heißt, ist man wirklich, wird man als Kunde besser behandelt, wenn man die Sachen oder Beschwerden auch öffentlich rausträgt? Oder wie sind die kompletten Prozesse? Und es zeigt eben auch sehr schön, eben vielleicht noch nicht direkt darauf eingestellt sind, aber insgesamt sollte man natürlich auch darauf achten, dass jetzt eine E-Mail geschrieben wird oder ein Tweet verfasst wird, sollten überall die gleichen Reaktionszeiten herrschen. Und ich denke, dahin wird die Reise langfristig gehen. Wer das schon sehr schön macht und seine Community sehr schön involviert, ist Zappos. Zappos ist auch ein amerikanischer Online-Retailer für Schuhe vorrangig. Und die haben den Slogan Delivering Happiness. Also bei Zappos geht es darum, die Kunden glücklich zu machen. Das steht bei denen an allererster Stelle. Damit sind die auch groß und berühmt geworden und haben sich wirklich ein sehr erfolgreiches Geschäft dadurch aufgebaut. Weil der Kundenkontakt und die gute Behandlung der Community im Vordergrund steht. Und zwar hat jeder Mitarbeiter bei Zappos die vollen Freiheiten zu machen, was er möchte. Hauptsache, der Kunde ist glücklich. Und da gibt es diverse Beiträge dazu im Social Web. Und was ich eben sehr schön fand, da gab es mal einen von einem Zappos-Mitarbeiter, der hat 8 Stunden lang mit einem Kunden telefoniert, so lange, bis der Kunde tatsächlich glücklich war. Oder die Mitarbeiter, denen wird auch beispielsweise erlaubt, wenn jemand Hochzeitsschuhe bestellt, dass sie einfach einen Blumenstrauß mitschicken. Oder wenn ein Kunde irgendwie sagt, ja, ich bin hier gerade an der Hotline, ich habe voll Hunger, dass sie dem dann auch eine Pizza bestellen. Also die haben wirklich alle Freiheiten. Und ja, weiß ich auch, wie man hier diesen jungen Herren mit dem Cowboyhut sieht, seinen Arbeitsplatz genauso gestalten, wie man es haben möchte, haben die einfach eine wahnsinnig sympathische, weil sie einfach selber die netten Leute von nebenan sind. Aber warum machen das Marken eigentlich? Warum machen die sich so viel Mühe, um die Community glücklich zu machen? Verschiedene Gründe. Also zum einen, Communities sind nicht immer die, die sich beschweren. Es gibt vielleicht auch mal Missmut in der Community, aber grundsätzlich meinen es Communities gut mit ihnen, wenn sie die richtig aufbauen. Also sie freuen sich mit ihnen, wie hier zum Beispiel mit Obama. Das ist ein ganz simpler Tweet, 3 Sätze oder 3 Worte, ein Bild und 342.000 Retweets und ganz, ganz viele Favs. Also wenn jemand wirklich hinter ihnen steht, dann zeigt er das auch entsprechend im Social Web und verbreitet die Botschaft. Und da sehen Sie eben auch mal, wie hier alleine bei diesen Tweets, was da für eine Reichweite entsteht. Es ist eine gigantische Reichweite, die sie erreichen, die sie vielleicht auch mit mancher Medienplatzierung nicht bekommen als Marke. Communities helfen Marken auch. Das ist ein schönes Beispiel von Goldcorp. Das ist eine kanadische Goldmine. Und die hatten vor ein paar Jahren ein Problem, dass die Zahlen stagniert sind, dass es nicht so positiv war. Und sie wollten entsprechend wachsen und wollten wieder ein erfolgreiches Unternehmen sein und waren dann wirklich ganz offen und ehrlich mit ihrer Community und haben das Problem nach außen getragen, haben gesagt, liebe Community, so sieht's aus, wir haben die und die Schwierigkeiten, bitte helft uns. Und haben letzten Endes zu einem großen Wettbewerb aufgerufen und die Leute aufgerufen, Geld zu sammeln. Nicht Geld zu sammeln, sondern Gold zu sammeln und Ideen einzureichen, wo man das Gold finden könnte, und haben durch diese Crowdsourcing-Aktion und durch die Hilfe der Community sehr, sehr viel mehr Gold gefunden als jemals angenommen. Die Community war natürlich auch glücklich, weil sie mithelfen konnten, und es war eine klassische Win-Win-Situation, von denen alle profitiert haben, und mittlerweile ist Goldcorp wirklich ein sehr, sehr renommiertes Unternehmen, denen es wirklich glänzend geht. Und last but not least, Communities beschützen sie auch. Und das ist eben auch so wichtig, dass man eine gute Community hinter der eigenen Marke stehen hat, denn wenn wirklich mal ein Shitstorm aufziehen sollte oder man einfach Leute hat, die sich beschweren, steht in der Regel die Community auch hinter ihnen. Und das kann eben sehr hilfreich sein, gerade wenn sie eben auch mit Community-Management entsprechend auf Augenhöhe kommunizieren mit ihren Kunden. Und was wir eben auch oftmals sehen bei Beiträgen, die wir analysieren für unsere Kunden, ist, dass oftmals in Foren Beschwerden auftauchen zu einer bestimmten Marke, und dann kommt aber jemand aus der Community und sagt, hey, aber so schlimm sind die doch gar nicht, du hast jetzt vielleicht gerade in dem Fall Pech gehabt,
Aber in der Regel sind die doch eigentlich ganz gut. Also es sind dann wirklich auch die Fans, die dann auch Partei ergreifen für die Marke und die Marke positiv stimmen möchten. Und jetzt wissen Sie über die Bedeutung von gutem Community Management und warum das so wichtig ist. Und jetzt interessiert Sie bestimmt auch brennend, wie Sie diese relevanten Communities nun kennenlernen. Und da haben wir jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Also zum einen gibt es natürlich den Weg, dass man sagt, man geht über Influencer und hat entsprechende Rankings, nach denen man sich langhangelt. Und es wären hier zum Beispiel die drei Klassiker, Cred, Peer Index und Cloud. Das sind bestimmte Influence-Metriken, die von Firmen entwickelt wurden, wonach die Relevanz einer Person im Social Web bemessen wird. Das sind verschiedene Rankings. Und daran orientieren sich schon sehr viele Kunden. Die bauen sich wirklich ihre eigenen Communities über diese Influencer-Metriken auf. Wir hatten ja als letztes auch erst das Webinar zum Thema Influencer, wo wir schon ein bisschen was aus dem Bereich erzählt haben. Und es wäre hier zum Beispiel in Cathay Pacific, hier auf der linken Seite, wo man eben in der Launch, in der First Class Launch sitzen kann, wenn man einen hohen Cloud-Score hat. Oder hier auf der rechten Seite, das ist das Palm Hotel in Las Vegas, die automatisch Personen mit einem hohen Cloud-Score ein Upgrade geben und dadurch natürlich auch wiederum tolle Bewertungen bekommen und eine glückliche Community schaffen, zumindest eine glückliche Community von denen mit einem hohen Cloud-Score. Und das ist eben auch immer so ein bisschen kritisch, weil gerade diese drei Metriken lassen sich nicht wirklich hinter die Karten schauen, aus was sie berechnet werden. Und von daher sollte man sich nicht nur auf solche Rankings verlassen, sondern man sollte, wenn man Community-Management betreibt, den Blick weiten und einfach auch gucken, wo befinden sich denn meine Communities. Und dabei immer im Hinterkopf behalten, dass Communities sehr vielfältig sind. Also sie haben eine Grund-Community und da sind verschiedenste Charaktere drin, das müssen sie immer im Hinterkopf behalten, die sie auf unterschiedlichen Wegen ansprechen müssen. Also in der Regel ist es schwierig, eine Standardansprache zu haben, sondern es spielen hier eben sehr viele Faktoren mit rein, damit die hier alle glücklich sind. Und da gibt es eben verschiedene Arten von Communities. Wir haben 4 Stück identifiziert. Wo gibt es denn überhaupt Communities? Das sind zum einen neue Communities, dann gibt es die eigenen Marken-Communities, die Mitbewerber-Communities und die Love-Brand-Communities. Und da gehen wir jetzt im Detail drauf ein und zeigen, wie Sie die jeweils mit Social Media Monitoring finden. Das eine sind die neuen Communities. Das sind die Personen, die einfach so im Social Web unterwegs sind, die keine direkte Markenbindung haben oder noch keine, in manchen Fällen noch keine, in manchen Fällen keine direkte Markenbindung haben oder wollen und die sich einfach gerne im Social Web bewegen und vielleicht auch mal zu der einen oder anderen Marke was schreiben, Produkte testen oder ähnliches. Und die sind grundsätzlich sehr, sehr offen für alles, was kommt. Und können entsprechend eben mit Social Media Monitoring identifiziert werden. Und da steigt der Dr. Gonzalo jetzt in die Details ein und erklärt, wie Sie die finden. Genau. Wie man das mit Brandwatch machen kann, ist: erstens muss man eine Suchanfrage anlegen. Wir haben als Beispiel das Thema Fashion ausgewählt. Und wir haben eine Suchanfrage, die nämlich so aussieht, angelegt. Ziel dieser Suchanfrage ist, Gespräche finden, die über neue Trends und neue Produkte reden. Zum Beispiel hier haben wir Keywords wie letzter Schrei, Trend, modern, aktuell. Also wie diese Queries funktionieren, die tracken einfach Millionen von Webseiten und finden alle Webseiten, die solche Keywords beinhalten. Das ist das Prinzip. Das ist, sind ein bisschen ähnlich wie Google-Suchanfragen, einfach bestimmte Keywords eingeben. Und dann werden alle Ergebnisse gesammelt. Wenn man eine Suchanfrage angelegt hat, dann kann man die Ergebnisse dieser Suche sich in Dashboards anschauen. Und zwar haben wir für Sie, für dieses Webinar auch, folgendes Dashboard schon vorbereitet. Genau, hier sehen wir zum Beispiel, wo diese Community sich bewegt, in welche Seitenarten schreiben sie. Schreiben sie eher auf Blogs und Foren und weniger auf Twitter zum Beispiel. Das ist schon ein Hinweis für uns. Hier sehen wir genau, auf welche Seiten sie schreiben. Also zum Beispiel sehen wir, es gibt ganz viele Erwähnungen auf Kleiderkreisel und so weiter. Wenn man
diese Themen ein bisschen genauer anschauen will, man kann zum Beispiel hier unter den Reiter Top Sites, hat man genaue Informationen zu diesen Seiten, wo diese Community sich bewegt. Man hat auch, wie Susanne schon gesagt hat, verschiedene Metriken, um diese Seiten auszuwerten. Hier sehen wir zum Beispiel Most Rank, Backlinks, ganz viele Informationen. Hier haben Sie auch nach Seitenarten, die zum Beispiel wichtig sind, Blogs oder Foren und so weiter. Interessant wäre auch vielleicht diese Meinungsführer zu finden, diese Influencer in diesem Bereich, neue Communities. Das können Sie zum Beispiel hier machen unter den Reiter Autoren. Sehen Sie die Autoren, die am meisten über dieses Thema gesprochen haben. Es gibt verschiedene Arten von Meinungsführer. Es gibt nämlich Leute, die positiv über ein Thema oder über eine Marke reden oder negativ. Und es gibt auch verschiedene Weisen, wie wir die auswerten können. Es gibt Leute, die selbst viele zum Beispiel Follower haben auf Twitter. Das könnte man hier sehen. Oder es gibt Autoren, über denen es viel gesprochen wird. Das könnte man zum Beispiel hier unter den Reiter Twitter sieht man hier zum Beispiel Most Mentioned Tweeters. Das sind die Autoren, die am meisten erwähnt wurden. Das wären die verschiedenen Optionen von Influencer. Ansonsten, wenn man Nischenthemen entdeckt hat, zum Beispiel jetzt haben wir diese Suchanfrage über neue Trends, aber wenn wir sagen, wir wollen Gespräche über Farben zum Beispiel finden, man kann diese Erwähnungen nämlich kategorisieren, und zwar hier zum Beispiel unter den Reiter Mentions haben wir diese Komponente Mentions in Search. Hier sehen wir alle Erwähnungen, die von unserer Suchanfrage erfasst wurden. Wenn wir die rausfiltern können, dann können wir hier auf der rechten Seite einfach Keywords nochmal eingeben, zum Beispiel Farbe oder Farben. Farben, genau. Und dann filtert man hier einfach die Gespräche und dann sieht man, welche Gespräche über Farben reden. Wenn das noch lädt. Genau. Hier sehen wir zum Beispiel die Gespräche über neue Trends und nämlich über Farben auch. Man könnte auch einen Schritt tiefer gehen und sagen, ich will nicht nur Gespräche über Farben finden, sondern auch über Neon- und Pastellfarben. Man kann dann diese Gespräche kategorisieren. Das haben wir schon für Sie gemacht. Und hier sieht man einen Vergleich zum Beispiel zwischen Gespräche, die über Pastellfarben und über Neonfarben sind. Also hier sieht man die. Das könnte man auf jeden Fall machen mit anderen Themen auch. Und zum Beispiel, ich habe mir auch einen Beitrag hier ausgewählt als Beispiel von einem Gespräch, die eine Bloggerin, die über Pastellfarben geredet hat. Genau, das wäre das gleiche Prinzip wie mit einem Influencer. Man könnte dann sie vielleicht Muster oder neue Produkte schicken oder sie sogar als Beraterin einladen für neue Kollektionenplanung und so weiter. Das ist die Bloggerin, die reden nämlich über solche Pullis. Genau. Und damit wären wir bei der nächsten Community, und zwar bei eigenen Communities. Eigene Communities sind die Communities, die Sie als Marke schon haben und von denen Sie vielleicht gar nicht unbedingt wissen, dass sie existieren. Also das war das Beispiel, was ich ganz eingangs gezeigt hatte, dass manche Brands eigentlich schon Foren haben, wo sich wirklich Produktfragen gestellt werden oder Dienstleistungsfragen gestellt werden, die aber die Nutzer unter sich beantworten, wo vielleicht auch gar keine Marke direkt mit agiert. Das sind zum Beispiel so Foren wie gutefrage.de oder Ähnliches, wo es eben auch sehr, sehr viel um Produkte geht. Und das ist ganz wichtig, dass man als Marke entsprechend auch Bescheid weiß, dass es diese eigenen Communities gibt. Und wenn man schon Bescheid weiß, dass es die eigenen Communities gibt und wo die sind, dass man die einfach auch noch besser kennenlernt und auch kennenlernt, was beschäftigt denn eigentlich meine Community. Und um diese eigenen Communities letzten Endes zu monitoren, muss man auch wieder damit anfangen, Suchanfragen für die eigene Marke aufzusetzen. Und wir haben ja gerade jetzt schon von Gonzalo die Themen-Suchanfrage kennengelernt.
Und bei, wenn man jetzt wirklich auch nach Markensuchern Fragen sucht, dann gibt es eben auch Besonderheiten in der Query-Erstellung, wo der genau. Gonzalo jetzt nochmal drauf eingeht. Ganz genau. Wir wollten einfach noch zeigen, dass es, dass man ein bisschen Recherche machen muss, wenn man eine Query schreibt über eine Marke, und dass man ein bisschen in Anführungsstrichen vorsichtig sein muss, weil es gibt ja ganz viele Marken, die ambivalent sind. Zum Beispiel hier haben wir ein paar Beispiele gebracht, und zwar: Man kann solche Wörter nicht als Marke benutzen, sondern auch als was anderes. Zum Beispiel hier sehen wir: Mein Boss trägt am liebsten Diesel. Also man muss da die Query dementsprechend auch verfeinern. Das kann man bei Brandwatch mit dem Near Operator ganz gut machen. Man kann bestimmen, wie viele Wörter es zwischen zwei Begriffe geben kann. Das heißt, damit können wir die Relevanz und die Wichtigkeit unserer Ergebnisse verfeinern und genau bestimmen. Das können nicht alle Social Media Monitoring Tools. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zur Dashboard. Wir haben als Beispiel die Marke H&M ausgewählt, und wir haben nämlich die Query geschrieben. Die sieht so aus. Das ist die Suchanfrage über H&M. Und die ist auch nicht so, die haben wir extra nicht so schwierig gemacht, damit es nicht so schwierig aussieht. Und hier sehen wir die Ergebnisse dieser Suche. Genau. Was kann man machen, wenn man eine Suchanfrage für die eigene Query, eigene Marke geschrieben hat? Zum Beispiel kann man die Wünsche unserer Community besser kennen. Als Beispiel haben wir hier diese Topic Cloud von H&M, und wir haben entdeckt, dass ganz viele Leute über Chachimomas reden. Was sind die Chachimomas? Die Chachimomas sind Hosen, die Justin Bieber designt hat, und es ist lustig, wie diese Community über die Chachimomas reden. Die sagen nämlich, hier sehen wir das gleich: Bitte verkauft ihr die Chachimomas, ihr würdet so viel Geld damit verdienen. Das ist lustig, dass diese Community dieser Wunsch hat, und das ist wichtig auch für H&M, dass sie das wissen und damit sie diesen Wunsch erfüllen können. Hier sehen wir zum Beispiel: Verkauf mal, Chachimomas, verkauf mal bitte. Was kann man noch damit machen? Man kann zum Beispiel sehen oder messen, ob es irgendwelche Influencer gibt. Das gleiche Prinzip wie früher, aber man kann auch zum Beispiel, ich habe mir hier auch ausgewählt, ein Kunde, der hat über eine Werbekampagne, über Plakaten von H&M sich geäußert. Und zwar hat er hier zum Beispiel gesagt: Ich bin mir sicher, viele von Ihnen kennen diese Plakate. In Berlin war es überall voll mit diesen Plakaten. Der hat gesagt: Großartig, irgendjemand platziert ein Photoshop-Werkzeugsleiste auf absurden H&M-Plakaten. Er hat das nicht bei H&M auf Facebook getwittert, sondern bei ihm. Das ist auch interessant, dass mit Social Media Monitoring sowas finden kann, um nämlich zu wissen, okay, wie gut ist diese Kampagne angekommen oder wie schlecht. Und genau diese Reichweite von diesem Autor zu wissen. Etwas anderes, was man noch machen kann, ist, wäre neue Kanäle zu entdecken. Zum Beispiel haben wir hier diese Haul-Videos. Das sind Leute, die persönliche Meinungen über Produkte veröffentlichen im Internet. Also die nehmen ein Video auf und die zeigen, was sie davon meinen. Es ist auch wichtig zu wissen, wie viel Impact sie haben, wie viele Leute haben sich dieses Video angeguckt. Zum Beispiel in diesem Beispiel sind es über 5000 Menschen. Das ist wichtig, diese Leute im Auge zu behalten und zu wissen, wie hoch diese Reichweite ist. Als letztes Beispiel wollte ich zeigen, dass man auch die eigenen Kampagnen tracken kann, und man kann zum Beispiel sehen, ob irgendeine Kampagne oder irgendeine Aktion sich die eine Marke oder auf eigene Kanäle läuft, sich weiterträgt auf andere Kanäle. Zum Beispiel hier sehen wir grün, sind die eigenen Posts von H&M, und blau sind die Posts von anderen Usern. Und wir sehen hier zum Beispiel, war H&M sehr, sehr aktiv. Die haben wahrscheinlich irgendeine Kampagne gehabt oder über irgendein Thema sehr viel gesprochen, aber das hatte keinen Einfluss auf anderen Autoren. Es ist auch
nicht immer, was man will, aber falls man das erwartet hat, in dem Fall hat es nicht geklappt, dass man auf jeden Fall bei Brainwash das auch messen kann. Genau. Und wenn Sie jetzt die eigenen Communities bereits kennengelernt haben und ja, wissen, wo die sprechen, wann sie sprechen und mit wem sie sprechen und vor allem auch auf welchen Kanälen, dann können Sie eben als nächstes sich auch die Mitbewerber-Communities anschauen. Das ist nämlich auch ganz spannend, gerade weil man auch in einer genauen Beobachtung der Mitbewerber-Communities sehr viel lernen kann auch. Zum einen beispielsweise, wie kommen denn Aktionen von Mitbewerbern an? Also man kann von den Sachen lernen, die gut laufen, man kann aber genauso auch von den Sachen lernen, die nicht so gut laufen oder wo sich vielleicht die Mitbewerber-Communities beschweren. Und deswegen ist es eben auch wichtig, Mitbewerber-Communities zu monitoren. Und es gibt aber letzten Endes darüber hinaus auch richtig schöne Marketing-Möglichkeiten, die sich durch das Monitoring von Mitbewerber-Communities ergeben, auch Mitbewerber im weiteren Sinne. Also es muss jetzt nicht nur Fashion Brand 1, Brand 2 sein, sondern Mitbewerber können in dem Sinne auch eine... Und da hat er... Geschichte, und zwar hat eine Kundin an die Deutsche Bahn geschrieben, dass das... Nach so vielen Jahren Beziehung sie Schluss machen wollte, weil die Deutsche Bahn immer zu spät kam und manchmal sogar gar nicht gekommen ist. Und diese Kundin hat sogar gesagt, dass sie die Deutsche Bahn für Opel verlässt. Also die hat jetzt eine Beziehung mit Opel und sie erwartet, dass Opel immer für sie da ist und so weiter. Darauf hat natürlich die Deutsche Bahn reagiert im gleichen Stil von Liebesbrief. Also sie haben geschrieben, es tut mir leid, ich weiß, dass ich unpünktlich war, aber dass die Deutsche Bahn vielleicht eine zweite Chance kriegen kann und dass sie es versucht, in Zukunft pünktlich zu sein. Das war eine sehr tolle Reaktion von der Deutschen Bahn. Was wir nicht erwartet haben, ist, dass sogar Renault hat reagiert und geschrieben, dass Franzi sich für Opel entschieden hat und nicht für Renault. Trotzdem wünscht Renault alles Gute für Franzi und Opel. Und sogar Opel hat darauf reagiert und gesagt, dass Opel unglaublich froh ist, dass Franzi für Opel sich entschieden hat. Und das hätten wahrscheinlich sie ohne Social Media Monitoring gar nicht geschafft, solche Gespräche zu finden. Das fanden wir ein sehr tolles Beispiel. Jetzt gehe ich zurück zur Dashboard. Genau. Ich werde Ihnen zeigen, diese Suchanfragen von den Wettbewerbern. Die sehen nämlich so aus, so ähnlich wie die von H&M, aber je nachdem, wie mehrdeutig eine Marke ist, dann sehen Sie Suchanfragen nämlich kürzer oder länger. Wir haben auch Channels angelegt. Was sind die Channels? Was unterscheidet Channels und Suchanfragen ist, bei Queries muss man bestimmte Keywords eingeben und die werden auf den Webseiten gefunden. Bei Channels muss man eine bestimmte Webseite oder Facebook-Seite oder Twitter-Seite eingeben und die Seite wird getrackt und alles auf diese Seite wird gesammelt, egal welche Keywords da sind. Das ist das Unterschied. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, dieses Dashboard, das ist zwar, genau, hier unter Facebook Analytics sehen wir zum Beispiel diese ganzen Channels-Vergleich von den verschiedenen Facebook-Seiten und Twitter-Seiten von den Wettbewerbern und wir sehen zum Beispiel, das ist sehr interessant, bei Esprit, die haben über 1 Million Follower und C&A hat zum Beispiel 4 Millionen Follower. Aber auch wenn C&A viel mehr Follower hat, die Audience ist nicht so aktiv wie die von Esprit. Das gleiche ist mit S. Oliver. Die haben viele weniger Follower, aber die Audience ist viel, viel aktiver. Das ist auch sehr interessant. Nicht immer Anzahl an Follower heißt eigene Aktivität von der Audience, sondern manchmal... Ja, funktioniert das so. Es wäre interessant zu wissen, was diese Wettbewerber machen, zum Beispiel S. Oliver, ist ziemlich erstaunlich, um so eine Aktivität zu schaffen. Genau, wenn man die Nischen-Communities entdeckt hat mit Wettbewerbern, kann man auch sogar diese Informationen als Kundengenerierung, um Kunden zu generieren. Zum Beispiel hier haben wir in dieser Communities Leute, die über Service und über Preis reden, das wäre sehr interessant, zum Beispiel in diesem Fall, wenn wir H&M sind, zu wissen, okay,
Wer redet über Preis von anderen Unternehmen und was sagen sie? Sagen sie, dass es teuer ist und dass es günstig ist? Hier zum Beispiel sehen wir Zalando. Es gibt diese Gespräche, die denken, die sagen, dass es teuer ist oder dass es billig ist. H&M könnte diese Informationen als Kundengenerierung benutzen, indem wir Hens sehen hier zum Beispiel, die Kette ist der Hammer in beiden Farben, leider zu teuer. Man könnte diese Kunden ansprechen und sagen, wir haben eine ähnliche Kette, die ist sogar billiger. Guck dir mal an, zum Beispiel. Und noch dazu, hier sind die Themenwolken pro Brand. Also hier ist, kann man auch einen Überblick haben, welche Themen die eigenen Communities, die andere Communities beschäftigen. Wir sehen hier zum Beispiel bei Zalando, welche Produkte und sogar, dass sie liebe Grüße, Schnäppchenfeder, warum? Es wäre interessant zu wissen, warum sie diese Liebe-Erwähnungen geschafft haben. Es wäre auch interessant zu wissen, welche Produkte, zum Beispiel sehen wir hier Pullover oder Jacke und hier großen, zum Beispiel liegt es, vielleicht sind das für Kinder, weil die großen so sind oder große 110. Genau, dass man hier einen Überblick hat von den verschiedenen Themen, was die andere Communities beschäftigen. Genau. Und hier im Bereich Zalando, das ist auch eine sehr schöne Überleitung zu meinem nächsten Thema. Das ist, also man sieht eigentlich schon, das scheint zumindest über diesen Zeitraum gemessen die glücklichste Community wohl zu sein, weil die Topic Cloud wirklich sehr viel Liebe, liebe Grüße und alles beinhaltet. Und damit wären wir auch schon bei meinem nächsten Thema, und zwar, das wäre dann die vierte Art von Communities, die es gibt. Die haben wir Love Brand Communities genannt. Und Love Brand Communities, die davon entstehen, weil man einfach Fan von einer ganz bestimmten Marke ist, aber nicht, weil die Marke vielleicht gutes Community Management betreibt, sondern weil das einfach so eine starke, ist ja auch für sehr viele Personen eine Love Brand, wo man einfach weiß, wenn Apple was Neues rausbringt, ich muss das haben, weil ich liebe diese Marke. Und da kann man sich eben sehr, sehr viel abgucken von den Love Brand Communities, indem man einfach auch mal schaut, warum lieben denn manche Leute diesen Marken so sehr und was machen die vielleicht, wovon ich lernen kann als Marke. Und da haben wir eben jetzt auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, weil man kann nicht nur gucken, zum einen, warum sind diese Marken so beliebt, sondern man kann auch gucken, warum sind bestimmte Kampagnen so beliebt und wirklich auch gucken, welche Aktionen kommen denn im Social Web sehr gut an. Genau. Und deswegen haben wir die folgende Suchanfrage angelegt, die folgende Query. Zeige ich Ihnen gleich. Also hier Love Brand Kampagne. Wir wollten einfach Gespräche finden, wo Leute, wie gesagt, äußern, dass sie eine Kampagne toll gefunden haben oder fantastisch oder ein Produkt, ohne Marken zu erwähnen. Also hier sind keine Marken in der Suchanfrage. Wie sieht das denn so aus? Genau, hier sehen wir diese Gespräche. Und zwar zum Beispiel hier sehen wir einen riesen Peak. Man könnte sogar darauf klicken und sagen, warum ist hier so ein Peak, was ist da passiert. Und hier sieht man diese 500 Gespräche an dem Tag. Man will sich wahrscheinlich nicht die 500 Gespräche lesen. Man kann hier dieses Topic Cloud, diese Sicht an Topic Cloud ändern. Aber bevor ich das mache, ich wollte auch sagen, Sie sehen hier ein grünes Teil, das ist, weil unser System erkennt automatisch die Tonalität dieses Beitrags und kategorisiert als positiv. Das könnte als Gegenteil passieren, wenn dieser Beitrag negativ wäre, dann würden Sie hier rot sehen. Ich werde aber jetzt diese Ansicht auf Topic Clouds ändern. Jetzt sehe ich hier genau, um was es ging an dem Tag, und ich sehe hier zum Beispiel Adidas New Label ist sehr, sehr groß. Was ist denn da passiert? Ich ändere es nochmal, die einzelnen Gespräche. Okay, Adidas New Label German. Ich liebe Adidas. Sie haben wahrscheinlich in einer Kampagne gehabt. Sie sehen das dadurch, dass Sie die Wörter Liebe und so weiter benutzen, wird alles alt. So ist hier, das ist positiv. Genau, und das wäre ein Beispiel von Kampagne, die gut gelaufen ist und die haben wir mit dieser Query gefunden. Genau, wir wollten auch zeigen, die Demographics. Das ist ein Feature von uns, das funktioniert nur... Also wurde nur für Englisch entwickelt, für Deutsch ist immer noch auf Beta. Und hier sehen wir zum Beispiel, wer über dieses Thema redet. Das sind meistens Frauen, die sich für Musik interessieren, sehen wir hier. Die sind Hauptsache Studenten oder Künstler. Und die kommen nämlich aus Deutschland, in diesem Beispiel.
Hier sehen wir sogar, finden wir auch sehr, sehr interessant, dass die Gespräche nach Geschlecht getrennt wurden. Hier ist ja linken Seite die Gespräche, die am meisten von Frauen erwähnt wurden. Und hier auf der rechten Seite die Themen, die von Männern erwähnt wurden. Es ist sehr interessant, dass Männer zum Beispiel als Thema Hasse haben und Frauen eher so Liebe, Love und so weiter. Das fanden wir auch lustig. Und die Demografie einer Community kann auch dann sehr spannend sein, wenn es Richtung Produktentwicklung geht, dass man eben auch, als sie den neuen Reader-Markt gebracht haben, wer spricht denn eigentlich über das Produkt und vor allem auch, wie sieht die Community aus, die darüber spricht. Und hat dadurch herausgefunden, obwohl das Produkt ursprünglich für Männer konzipiert war, Frauen über das Produkt sprechen und dass Frauen da, dass ein Großteil der Community eben auch weiblich ist. Und das konnte Sony dann natürlich auch wunderbar einsetzen für die eigene Produktentwicklung und hat das Produkt dann weniger und hat dadurch eben auch ein neues Produkt der Zielgruppe geschaffen und das Produkt auch für die weibliche Zielgruppe optimiert. Haben wir Ihnen erklärt, wie sie die Communities gibt? Und als nächstes wäre natürlich dann auch der Schritt, wie nehme ich denn jetzt überhaupt Kontakt auf mit der Community? Und da ist ein Beispiel für alle die in unserem Influencer-Webinar waren, die kennen das Beispiel schon. Ich habe es trotzdem nochmal für alle mit reingenommen, die es noch nicht kennen, werde auch ganz kurz nur drüber gehen. Und zwar finde ich das Bild eben sehr schön, oder nicht das Bild, also die Aktion sehr schön, weil man eben verschiedene Wege hat, an die Community ranzutreten. Das ist einmal über ein Hub, das sind die sogenannten Influencer, oder man geht den direkten Weg. Und hier über die Influencer ist eine schöne Aktion von Ovo Maltine. Die haben sich Influencer rausgesucht aus Deutschland. Das waren alles Blogger, die eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal, in der Community haben, also viele Followerzahlen und sehr aktiv sind in der Community, und haben denen einfach ein Ovomaltine-Package geschickt und haben sich bei denen und jeder Blogger durfte 5 weitere Personen nominieren, die auch ein Ovomaltine-Paket bekommen haben. Und die Aktion, die hat sich richtig schön viral verbreitet auf Twitter und Co. Die Leute haben drüber geschrieben, auch mit dem Hashtag Ovomaltine, und haben dann natürlich auch Fotos gepostet, weil jeder, der so ein Ovomaltine-Package bekommen hat, hat sich drüber gefreut und wollte das natürlich auch seiner Community wiederum mitteilen. Und das ist eben ganz wichtig, weil sie darüber eine extreme Reichweite auch erreichen, über diese Influencer, und vor allem auch eine organische Reichweite, die man vielleicht und eine hohe Aufmerksamkeit, die man vielleicht mit mancher Media-Kampagne nicht so schnell bekommen hätte. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über den direkten Weg zu gehen zur Influencer-Aufnahme. Das heißt, dass Sie mit der kompletten Community in Kontakt treten. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also die Liste ist bei weitem nicht vollständig, weil es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber hier mal die wichtigsten aus unserer Sicht. Das ist zum einen, indem Sie einfach aktiv Community-Management betreiben und Newsartikel oder Blogs kommentieren und da in die Diskussionen einsteigen. Zum anderen, dass Sie eben auch aktiv auf Social Networks mitdiskutieren, also einfach gucken, was passiert auf Twitter zu meinem Thema und dann entsprechend darauf antworten oder auch in Foren. Was so ein bisschen so neu ist er nicht mehr, aber so ein Trend auch ist, ist das Mitreiten auf Hashtags auf Twitter, dass man eben, oder auf Facebook mittlerweile auch, dass man sich bestimmte Hashtags raussucht, die zur Marke passen, dann entsprechend auch die eigenen Messages rauspostet und darüber letzten Endes wiederum einen gewissen Social Buzz auch generiert. Und dann letzten Endes natürlich auch die Own Channels. Also dass man, das ist wirklich ganz wichtig, dass man auf seinen eigenen Kanälen relevanten Content anbietet und auch immer den Mehrwertgedanken im Hintergrund hat und zur Diskussion auch aufruft. Und da gab es einen schönen Blogpost vor kurzem, wo es um Starbucks ging, sich wirklich als eine Marke zu etablieren, wo man nicht das Produkt kauft, sondern das Erlebnis kauft, wenn man zu Starbucks geht. Und da stand ein Zitat drin, was ich ganz schön fand. Ich habe es hier mal mit reingenommen. Kunden lesen keine Werbung, sie lesen das, was sie interessiert, und manchmal ist es Werbung. Also wenn man es wirklich schafft, seine Messages so zu verpacken, dass der Mehrwert für den Kunden da ist, dann stört es den stört es die Community auch nicht, wenn es von der Marke kommt oder von einem Produkt kommt, aber es muss eben gut gemacht sein und muss wirklich den entsprechenden Mehrwert bieten. Und es gibt auch die Möglichkeit, über die reale Welt zu gehen, also dass man Plakate oder TV-Shows oder ähnliches mit eigenen Hashtags versieht und darüber eben auch Realität und Online verknüpft. Und das ist eben auch eine sehr spannende Geschichte.
Und jetzt kommen noch ein paar Beispiele für diese 5 Wege. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel. Für alle, die das Dschungelcamp gesehen haben, da gab es den Wendler, den Schlagerkönig. Und der hatte während des Dschungelcamps gerufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und hat damit das Dschungelcamp frühzeitig verlassen. Und es brach ein Shitstorm los im Social Web, weil alle gesagt haben, ja, der Wendler, der hat keine Eier. Der geht einfach frühzeitig aus dem Dschungelcamp raus. Und es hat tatsächlich, der Top-Tweet während dieser Zeit war von einer Marke, nicht von einer Privatperson. Und es war von Real Supermarkt, die wirklich aus meiner Sicht brillant reagiert haben mit ihrem Community-Management. Durch den Tweet für alle, die gestern freiwillig das Dschungelcamp verlassen haben, wir haben auch Eier, Hashtag Wendler. Und hier sieht man eben 762 Tweets oder Retweets, was eine gigantische Zahl ist dafür, dass sie einfach also schnell reagiert haben und was Nettes gepostet haben. Und das ist ganz spannend, das ist nochmal auf das Beispiel Fashion zurück, was der Gonzalo vorhin gezeigt hat. Wenn man sich die reine Fashion-Query anschaut und dann einfach mal guckt, was sind denn die Top-Hashtags, die zum Thema Fashion genannt werden, da tauchen ganz, ganz viele TV-Shows auf. Also da kommt hier Deutschland sucht den Superstar, TV Total, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Germany's Next Topmodel und so weiter. Und da sieht man eben auch, was da für ein Potenzial verborgen liegt. Also es lohnt sich auch immer, um die Community entsprechend anzusprechen, dass man sich auch zusätzlich anguckt, welche Hashtags werden denn von der Community verwendet und wie kann ich die dadurch über Twitter erreichen. Das ist ein Beispiel, das habe ich aus England mitgebracht. Das ist von einem Finanzdienstleister von National West. Die haben eine schöne Aktion, wo sie online und offline miteinander verknüpft haben, und zwar mit den Hashtag Little Thank Yous. Da hängen bestimmte Plakate im Zug zum Beispiel, mit denen man zum Beispiel über NFC interagieren kann oder auch mit dem QR-Code. Und die Plakate, das sieht man hier jetzt recht schlecht, aber hier steht der Hashtag Little Thank Yous. Und wenn man den eben bei Twitter eingibt, dann ist man automatisch in dieser Community drin, die National West sich auch aufgebaut hat und wo sie einfach immer netten Cat-Content und andere Sachen posten, um entsprechend mit der Community in Kontakt zu treten. Also es ist auch wirklich dass eben auch Produkte wie Finanzdienstleistungen können auch schön mit Communities interagieren. Es muss nicht immer eine Fashion-Brand sein oder die fancy Coca-Cola-Marke oder ähnliches, sondern man kann es wirklich auch als Bank oder ähnliches schaffen. Dann hier noch ein Beispiel aus dem Bereich Konsumgüter. Das war von Oreo, von den Keksen. Die hatten auf der rechten Seite sehen Sie hier die Kampagne You Can Still Dunk in the Dark. Und es war eine Echtzeit-Marketing-Kampagne, die während des Super Bowls im letzten Jahr gestartet haben, als der Stromausfall war. Da war bei Super Bowl der Strom weg. Und kurze Zeit später war natürlich Riesengespräch im Social Web. Und kurze Zeit später kam Oreo mit dieser Kampagne um die Ecke und hat dadurch eine Riesenaufmerksamkeit im Zusammenhang mit dem Super Bowl generiert. Und macht eben solche Sachen auch heute noch, also hier zum Beispiel zu Pride, wo sie wirklich auch mit ihrem Produkt arbeiten, oder zu Pandas oder Mars Roverlands oder ähnliches, und sind da sehr, sehr kreativ, also zum einen von der Herangehensweise her, zum anderen auch damit, dass sie wirklich genau die Themen aufgreifen, die Community gerade beschäftigt, und darüber eben auch eine entsprechende Reichweite generieren. Das ist ein persönliches Beispiel, und zwar war ich neulich beim Starbucks und zufälligerweise hatte ich dann gewonnen, und zwar mein Preis war, dass ich einen Kaffee bekomme, wenn ich Starbucks gut bewerte oder wenn ich Starbucks bewerte online, und das war eben auch sehr schön, die Verknüpfung von online und offline, also man bekommt etwas in der Filiale, wird dann natürlich umso freundlicher bedient, sobald man diesen Bewertungscode in der Hand hat, was ich echt sehr nett fand. Und dann ist man zu Hause, gibt es ein, bewertet es und kommt eben auch wieder. Und wird dadurch, teilt man eben, oder gibt es eben auch Möglichkeiten, dass die Community auch mitteilen kann, der Marke, wie sie eigentlich findet. Also ich habe es positiv bewertet, weil ich ganz gerne dahin gehe. Und ist natürlich auch so eine Möglichkeit, Community-Feedback einzuholen. Und dann noch ein Beispiel von uns als Brandwatch, was uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, das waren die Tassen. Wir hatten mal für ein Event den Social Media Club Stuttgart, das ist hier der Hashtag SMCST, den Sie im linken Bild sehen.
konnte man eine Tasse gewinnen, wenn man viel getwittert hat. Also die Top 3 Twitter des Abends haben diese Brandwatch-Tasse bekommen. Und es hat in der Tat auch die Richtigen getroffen, weil die Gewinner, die waren wirklich ganz, ganz toll, was die mit der Tasse gemacht haben. Also es gab dann natürlich gleich am nächsten Tag, als die Tasse kam, diesen schönen Tweet hier, juhu, ich habe diese Tasse bekommen, und das Ganze ging noch weiter. Also die wurde dann als Blumenvase benutzt und es wurde getwittert. Oder es wurde getwittert, wie diese Tasse unter der Kaffeemaschine steht. Oder eben, es ging sogar so weit, ein Tassendate zu organisieren, wo dann eben online und offline auch wieder zusammengekommen sind. Und dadurch haben wir uns eben unsere eigene kleine Community über diese Aktion geschaffen, was eine sehr schöne Sache war und wirklich auch einen schönen Austausch hat. Und eine Frage, die Sie sich bestimmt zum Schluss noch stellen, wie verwandle ich denn jetzt eigentlich die Fans in Kunden? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da ist USA momentan gerade schon sehr weit, weil die da wirklich sehr, sehr stark in Richtung Social Selling gehen. Da habe ich gleich noch ein Beispiel. Aber um wirklich Fans in Kunden zu verwandeln, geht es darum, schnell zu sein. Das ist ganz wichtig und das war auch eben der große Vorteil von Oreo damals. Und hier ist ein Beispiel von einem Kunden von uns, von Jaguar, wie sie unsere Kommandozentrale Visia eingesetzt haben zum Super Bowl. Also das sieht man eben hier links auf den Screens, dass wirklich in Echtzeit gesagt wurde, wo wird gerade über meine Marke gesprochen im Zusammenhang mit dem Thema, wer sind die Influencer, was für Tweets gibt es und wie kann ich darauf reagieren. Und wenn man eben sowas implementiert hat, dann weiß man wirklich sofort, wenn es irgendwie eine Marketingmöglichkeit gibt oder eine Möglichkeit gibt, mit der Community in Kontakt zu treten. Und dann sind wir eben auch beim Bereich Social Business, was ich gerade schon kurz angesprochen hatte, dass sich einfach die Wege auch geändert haben. Also früher hatte man ein Unternehmen, man hatte die Abteilung und hatte den Kunden. Und alles das, was in der Mitte steht, gab es nicht wirklich. Das ist jetzt aber alles möglich durch Social Listening und Analytics, durch Engagement, durch Visualisierung kann man wirklich einen Social Hub schaffen und mit Echtzeitinformationen, die man über Monitoring bekommt, wiederum Engagement schaffen mit der Community. Man hat es visualisiert, sieht auch gleich, welche Erfolge bringt das. Und dieser Social Hub trägt eben im Wesentlichen auch mit dazu bei, die Community aufzubauen. Und hier noch ein Beispiel, wie das Social Business dann in der Praxis aussehen kann. Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Gonzalo vorhin schon gesagt hat, dass man entsprechend auch guckt, was schreiben die Mitbewerber-Communities und dann auch sagt, okay, ich sehe gerade hier, der ist vielleicht nicht zufrieden, was habe ich denn vielleicht in meinem Sortiment, was ich dem anbieten kann. Hier nochmal ein Beispiel aus dem Bereich Mobile, also dass man hier ganz gezielt danach sucht, welche Kunden unglücklich sind bei der Konkurrenz und denen dann entsprechend die eigenen Lösungen vorstellt, indem man einfach mit denen ins Gespräch kommt in der Community. Und das ist ein Bereich, der ist in Deutschland noch nicht so genutzt, aber bei unseren Kollegen in den USA merkt man das schon sehr extrem. Die bekommen ganz, ganz viele Anfragen von Kunden, wo es eben genau um den Bereich Social Business und Social Selling geht. Für alle, die noch kein Brandwatch-Kunde sind, melden Sie sich gerne bei uns, weil wir richten Ihnen das gerne ein, sprechen auch mit Ihnen individuell durch, wie Sie Ihre eigene Community entdecken oder auch die Mitbewerber-Communities entdecken. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir bedanken uns, schön, dass Sie da waren und wir sehen uns im nächsten Webinar. Wir werden auch bald ein Webinar zum Thema Query schreiben für diejenigen, die sich ein bisschen beschäftigt haben mit den Queries hier. Wir werden das bald machen. Ansonsten ja. Tschüss. Genau. Das nächste Webinar ist übrigens zum Thema Wettbewerbsbeobachtung mit Social Media Monitoring. Und wenn Sie wissen möchten, wann und wo, dann schauen Sie hier einfach auf unseren Brandwatch-Blog, da wird es in Kürze bekannt gegeben. Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme und sagen Tschüss. Tschüss, vielen Dank.